Moin, moin, ihr Leute da draußen und herzlich willkommen zu meinem ersten Mini-Let's Play von einem Flash-Game und zwar Lucky Tower. Ich würde sagen, reingehauen, ich werde noch nichts zum Spiel sagen, ihr werdet selber merken, worum es geht und los. Skip. Play. Links, rechts bewegen, A springen, runter ducken, geht klar. S schlagen, benutzen und hochheben auf einmal. Geht auch klar. Nach oben in die Tür reinlatschen und respawn mit Enter geht auch klar. Bla bla. Und da sind wir schon in diesem kleinen süßen Raum und los. Und ja, wir fallen Oh, runter. snap. Three lucky doors. Seems like I have to make a decision. Ja, ihr seht, man muss sich immer eine von drei Türen aussuchen und sich so den Weg durch den Turm kämpfen. Hier haben wir einmal Totenkopf an der Tür, dann einmal Blut und dann einmal einen lächelnden Smiley in die Tür gekratzt. Ich glaube, das Blut ist der richtige Weg. Somebody spilled raspberry juice all over the floor. Ach, es ist gar kein Blut, es ist Raspberry Juice. Dann ist das bestimmt der richtige. Ah! Okay, tot. Try again. Ja, natürlich hier mit dem lächelnden Smiley auf jeden Fall. Das ist ja noch einfach gehalten am Hey, I think Anfang. that must have been the right door. Hi, I think that have to be the right door. Habt ihr gehört? Oh Lord, another three doors. Und da ist man angenervt. Schon wieder drei Tore. Eine mit einem Vieh, eine mit einem Herz und eine ohne nichts. Ich gehe mal in das mit dem Herz. Und ja. Ja doch, jawohl, richtig, richtig. Jetzt wieder drei Tore. Ich nehme mal. Ah, rechts, rechts ist immer gut. Dun, 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 Now that dun, was a piece dun, of dun, cake. dun, na. Try again, bitches. Dann halt in die Mitte. Dun, 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 das sieht doch gut aus. Ja, perfekt, oder? Ja doch, natürlich, perfekt. Yes. Und die nächsten drei Türen. Rechts. Diesmal bin ich rechts bestimmt richtig. Ich sehe Stacheln. Bestimmt keine Verarsche. Nee, keine Verarsche. Rechts, was ist links? Ooh, delicious Essen. food. Ich will wieder raus. Ah! Okay, dann muss ich wohl in die Mitte. Und den Hebel I hier wonder hauen. what this lever does. Ah! Boah. Unfair. Also nochmal I und ganz wonder schnell what this zurück. lever does. Hoppa. Und jetzt kann ich rechts lang. Bestimmt. Jawohl. Gar nicht mehr so schwer. Noch. Und eventuell bleibt es dabei. Wir werden sehen. Ein. Hey there, handsome. Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. Oha, ein Drogendealer. Ich möchte eine fette Keule und. Ich möchte einen Robin Hood Hut. Cool. Ich dachte immer, Drogendealer haben Drogen, aber anscheinend. Na, man lernt dazu. Uff, wieder ein Smiley und zwei normal. Ich bin nicht dumm, ich gehe in den Smiley. Oh doch, ich bin dumm. Und eine Prinzessin. Oh, sounds like someone needs a little cheering up. Oh, ich muss sie freuen und dann so. Ah. Ja, normal. Kennt man aus dem alltäglichen Leben. Fressende Prinzessinnen. Dann rechts. I'm too handsome to die. Oh Gott, dann links. Links, links, links sind alle meine Kleider. Ich weiß zwar nicht, wie Kleider links sein können, aber sie sind es. Und runter. Oh Gott. Haha. Das war bestimmt der Kunde vom Drogendealer. Der ist links rein, ich gehe ihm hinterher. Und. Oh, this guy's been hooked up. Eventuell kann ich jetzt hier lang, weil er die Falle ausgelöst hat? Nee, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Dann krieg ich in der Mitte. Grauenvoll. Grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Dann muss es ja rechts sein. Und der Check out nächste my Drogendealer. Spanking new goods, mate. Yeah, he got new goods. Wieder eine fette Keule und. Oh, ein Prinzessinnenhut, wie süß. Passt doch zu seinem langen goldenen Haar. Und weiter geht's.
You're no match for me. Ich kann es schaffen, bestimmt. Gegner. Submit. Hey, waren das schon alle oder was? Ja, wunderbar, weiter. Hoppa. Oh, thank God, someone else made it this far. Let's team up. Okay, sexy man. Ein alter sexy Man mit der Stimme eines Dreijährigen. Ja, den nehme ich gerne mit. Hoppa. You go first. You're old and wise. Dann schicke ich ihn in die 2. Und gehe ihm dann hinterher. Und erst Geschichte. Das Blut. Ich will nicht erlangen, wo Blut ist. Ich will hier lang. Hey, nice view. Doch, hier will ich lang. Woher soll ich das denn wissen? Dann tue ich ihn die 3. Und geh selber hinterher. Und da bin ich beim nächsten. Boah, eine Glühzange und ein Bart. Ein Bart ist immer geil. Und der hat den alten Mann gegessen, der Drogendealer. Ah, müssen wir wohl mit leben. Weiter geht's. Ich habe die Zange, um den Ring zu schmieden. Den einen, um sie alle zu knechten. Oh, in die Mitte. Nein, links von mir ist ein Hebel. Das heißt, ich gehe nach links. Drück den Hebel. Und gehe ganz schnell. Ich hasse das. Wo soll ich das wissen? Dann gehe ich halt ein Gewicht, mit dem ich viel langsamer laufe. Und dieses Gewicht lege ich zufälligerweise dahin und dann geht die Tür auf und dann gehe ich hier lang und dann gehe ich hier in die Tür. Und Oh Gott, ich will ganz rechts runterfallen. Party time again. Kann man eigentlich sterben von den Viechern? Ja, geschafft oder wie? War jetzt ja nicht sonderlich schwer. Ich spiele übrigens blind, also ich habe entweder Glück oder es gibt mehrere richtige Türen. Und der nächste Drogendealer, einen dicken, fetten Hammer. Und ein Totenkopf, sehr gut. Jetzt bin ich der krasseste Gangster. Und links. How am I going to get through here? My manly physique won't fit. Ducken. Nee, komme ich wohl doch nicht so einfach durch. Und dann gehe ich durch die Mitte. Ah, perfekt, jetzt bin ich hier ein Frosch. Und kann einfach durch. Springen. Und geh durch die. Dann gehst du halt durch die Mitte. Hey, das erinnert mich an Frogger. Hier schön von Baumstamm zu Baumstamm springen. Und das erinnert mich an Mario, glaube ich. Vielleicht. Oh Gott. Kann ich angehen. Ich schaffe das. Nein! Oh. Gott. Wie dumm bin ich? Ach. Oh. Die kommen immer von woanders, die Fische. Ich kann mir gar nicht merken, wo ich immer hinlaufen muss. Wie blöd. Der nächste, der hat gefailt. Und der auch. Naja. Vorhin war es schwerer. Bitte lass es zu Ende sein. Oh, der war knapp. Bitte.
Komm schon. Komm, 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 komm. You can do this. Jawohl. Und dann werden wir hier wieder beim... Ha! I'm back to my gorgeous self again. Und da haben wir ihn besiegt. Snowy, Puffies oder Visitress. Gehen wir zu Puffies. Gehen wir doch nicht zu Puffies. Puffies ist böse. Gehen wir zu Snowy. Snowy ist genauso böse. Was soll der Bullshit? Gehen wir zu Visitress. Der süß. I'm hungry, but for today, I shall be a vegetarian. Süß. Und der nächste Drogendealer. Perfekt. What a nice companion you got there. Yum yum. Ein Mausstab und eine Brille. Sehr gut. Dab, 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 dab. Ein echt geiles Spiel, muss ich sagen. Mitte. Schlüssel holen. Nach ganz links laufen. Und, boah, ich bin zu gut, ey. Oder das Spiel ist zu einfach. Ich glaube eher, das Spiel ist zu einfach, weil eigentlich bin ich nicht so gut. Ah, lunch is ready. Und, der Drogendealer kann fliegen. Und er ist mein Hund, oder was? Wieso ist er mein Hund? Naja, passiert. Da ist die Tür zugegangen, hinterher. Lucky me, this room looks comfy. Try again. Gehen wir durch die Mitte. Durch links. Sieht aber auch nicht gut aus. This looks kind of familiar. Nee, ich geh noch weiter. Was macht das? Slashy, slashy. Es folgt mir. Dann nehme ich mir die Tür in der Mitte. This looks kind of familiar. Dann gehe ich halt durch die Mitte. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Da oben ist schon wieder das Vieh. Ach, ich muss vor ihm abhauen. Das sind wie die kleinen Geister bei Mario. Ich sag doch, viele Ähnlichkeiten. Oh Gott. Der Raum kann nicht gut sein. I love world literature. Und Boots. Try again. Ich muss mit Sicherheit wohin, wo es ganz schwer ist, hinzukommen. In die Mitte. Hey, Wonder Sexy Curl, Books. Where's the exit? Aisle 23 lightsabers pick up Mr. Jones. Okay. Thanks. Okay. Alter Schäde. Ich muss also nach ganz rechts kommen. Ducken. Ducken. Rein da. Sorry, guys. Kill that clumsy fool. Suck my Moby Dick. Suck my Moby Dick. Shakespeare. Gut, und da gehen die Nerds alle drauf. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Pause und den nächsten Part seht ihr demnächst, irgendwann in ein paar Tagen. Tschaußen!